Für die Polizisten Steven Lahn und Mark Baumgarten geht es bei Braunschweig wieder auf Bleifußjagd. Beziehungsweise diesmal auf Schneckenjagd. Fahr mal nach vorne, mach mal Bifo auf die Rastanlage. Auf die Bifo auf die Rastanlage. So, den halten wir jetzt mal kurz an. Als wir dort auf der Autobahn gefahren sind, im linken Fahrstreifen, da fiel uns dann kurzzeitig im rechten Fahrstreifen ein Pkw auf, der Warnblinkanlage eingeschaltet hatte. Und zudem, was noch viel gefährlicher war, dass er sehr langsam gefahren ist. Schätzungsweise so um die 30 bis 40 Stundenkilometer. Und da bemerkten wir dann auch, dass der Verkehr dahinter sich schon ein bisschen aufstaute und natürlich auch somit eine gefährliche Situation geschaffen war. Auf der Autobahn, auf der eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h gilt, stellen so langsame Fahrzeuge eine Gefahr für sich und andere dar. Auf dem nächsten Rastplatz wollen die Polizisten einen guten Grund für das Schneckentempo hören. Guten Tag, die Polizei. Was ist denn das Problem? Warum fahren Sie so langsam? Bitte? Was? Warm machen. Warm machen, das Auto. Ja, oder nicht auf Autobahn? Nee, wenn Sie so langsam fahren, dann müssen Sie runterfahren. Das ist hier, das ist viel zu gefährlich. Ich fahre so 130 mal. Ein bisschen langsam. Ja, aber dann müssen Sie von der Autobahn runterfahren, wenn er abkühlen soll. Also, Sie war doch eine Ausfahrt. Gleich. Ja, sofort runterfahren. Das haben Sie ja nicht gemacht. Nee, sofort runterfahren. Sie sind ganz langsam. Nein, da war eine Ausfahrt, eben gerade, wo Sie ganz langsam gefahren sind und Warnblinkanlage anhatten. Da haben wir ja auch gedacht, dass Sie runterfahren. Nee, das ist schlecht. Von hinten kam ein 40-Tonner LKW angefahren. Die fahren 80, da rechnet keiner mit, dass Sie hier nur mit 25 fahren. Ja? Wenn der hinten drauf fährt, dann sieht das ganz schlecht aus für alle, die in dem Auto drin sitzen. Sorry und Schulterzucken hätten dann auch nicht mehr geholfen. Die Männer haben das Auto gerade erst gekauft und plötzlich technische Probleme gehabt. Sie hätten definitiv anders reagieren müssen. Wenn ein Fahrzeug dort extremst langsam fährt, ist es natürlich für die anderen Fahrzeuge, für die anderen Verkehrsteilnehmer ein Hindernis. Und die müssen dann logischerweise abbremsen. Und durch Bremsungen können natürlich auch unvorhergesehene Gefahrensituationen entstehen. Das ist nicht das einzige Problem. Die Autobahnschleicher fahren mit einem roten Händlerkennzeichen für Probe-, Prüfungs- und Überführungsfahrten. Doch in dem zugehörigen Fahrtenheft herrscht gähnende Leere. Warum ist das Fahrzeug hier nicht eingetragen? Hören Sie mir jetzt mal zu? Ja, jetzt rede ich und dann dürfen Sie hinterher reden. Ja, einmal bitte Motor aus erstmal, als erstes. So. Herr, warum ist das Auto nicht eingetragen, wenn Sie hier mit roten Nummern fahren? Dass ich neu kaufe. Ja, aber wenn Sie damit durch im öffentlichen Verkehr fahren, müssen Sie das hier auch eintragen. Sonst ist das Fahrzeug nicht versichert. Ja, mit meiner Freundin. Bitte? Das ist mit meiner Freundin, das hier. Ja. Also, die Kennzeichen gehören einer Freundin von Ihnen. Die hat Ihnen die geliehen. Und, hat die gesagt, Sie sollen das ja nicht eintragen? Oder warum haben Sie das Auto nicht eingetragen? Verstehen kein Deutsch. Komisch. Bis eben hat das doch noch ganz gut funktioniert. Das haben wir häufiger mal, ja, dass gerade bei ausländischen Betroffenen, dass die mit einmal gar kein Deutsch mehr können oder nur noch ganz wenig, wenn man sie auf irgendeinen begangenen Fehler hinweist oder wenn man ihnen dann schon mal sagt, jetzt wird ein Bußgeld fällig oder sowas, dann können die auf einmal relativ wenig bzw. gar kein Deutsch mehr. Das ändert allerdings nichts an den Fakten. Die Fahrt ist nicht eingetragen und der Mann hat weder einen Vertrag noch irgendeinen anderen Nachweis über den Kauf des Autos dabei. Ja, also polizeilich, wenn man so einen Sachverhalt dann hat, denkt man natürlich im Hinterkopf erstmal an Eigentumsdelikte, Diebstahl oder Unterschlagung oder eventuell auch eine ungefugte Gebrauchnahme. Ja, da hat man natürlich berufsbedingt auch dann erstmal seine Zweifel und hakt dann natürlich nach. Haben Sie eine Telefonnummer von dem Halter, von wem Sie die Kennzeichen haben? Von mich. Bitte? Haben Sie eine Telefonnummer von demjenigen, dem die Kennzeichen gehören? Spricht der Deutsch? Deutsch, ja. Englisch? Ja. Das ist Chef von dem Kennzeichen, ne? Okay, kleinen Moment, ja? Oberkommissar Mark Baumgarten hofft auf Klarheit. Weiß der Halter des Fahrzeugs überhaupt, dass die Männergruppe mit diesem Auto unterwegs ist? Ich
erreiche die Telefonnummer, die Sie mir gegeben haben, da erreiche ich niemanden. Aber ich weiß ja jetzt hier vor Ort nicht, ob Sie mit dem Auto oder mit dem Kennzeichen noch unterwegs sein dürfen. Haben Sie irgendeinen Kontrakt, Vertrag? Vertrag mit Auto, ja? Vertrag mit Auto. Oder mit dem Verkäufer, weil den kann ich unter der Telefonnummer nicht erreichen, die Sie mir gegeben haben. Nee, da ist eine Mailbox dran, Anrufbeantworter. Doch eine Chance hat der Mann noch. Steven Lahn überprüft die Fahrzeugpapiere im Fahndungssystem. Offenbar wird das Auto nirgendwo vermisst. Es gibt auch Mentalitäten, da wird das per Handschlag dann noch entschieden, die ganze alte klassische Art. Und das machen die dann, wenn das Auto an dem Bestimmungsort dann ist, wenn die Überführungsfahrt beendet ist, dann machen die das Vertragswerk, machen die dann nachträglich. Hier hat der Herr sogar, sag ich mal, die Zulassungsbescheinigung, hat er beide dabei, was auch nicht ganz unüblich ist. Damit weist er sich auch als rechtmäßigen Eigentümer aus. Sie müssen jetzt dieses Auto in das Heft eintragen, so wie das da steht. Ja, sonst dürfen Sie. Ja, haben Sie einen Kugelschreiber? Können wir da jetzt noch anrufen? Ich hoffe, dass es irgendeiner ist, der vielleicht Deutsch kann und mit ihm noch ihm übersetzen kann. Weil das, was er jetzt hier eintragen soll, das hat er, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Hat er nicht gehabt. Aber zur Not trage ich Ihnen das auch noch ein. Ja, bevor nur, damit es drin steht. Ja, weißt du? Sollte das Heft voll sein, muss ein neues Heft beantragt werden beim Straßenverkehrsamt. Und dieses neue Heft, das kostet natürlich Geld. Viele Händler denken sich, wenn ich das Fahrzeug nicht eintrage, wird das Heft nicht voll und ich brauche nicht so schnell ein neues Heft. Und deswegen ist es relativ häufig, dass die Fahrten dann auch nicht eingetragen sind. Jetzt ändern wir mal den Plan ein bisschen. Jetzt tragen wir mal das Fahrzeug hier im Heft ein. Schließlich haben die Autobahnpolizisten nicht ewig Zeit. Und der Mann kann oder will die Situation nicht lösen. Dabei geht es darum, dass seine Fahrt versichert ist. Außerdem ist da ja auch noch der eigentliche Grund für die Kontrolle, die Schleichfahrt auf der Autobahn. Können wir mal wieder jetzt? Also, Auto jetzt kaputt, oder? Geht, aber ja, geht. Nicht richtig. Ja, dann nicht richtig. Dann Autobahn runterfahren und Landstraße. Nix Autobahn mehr. Haben Sie das verstanden? Verstanden. Nix Autobahn mehr. Runterfahren, nächste Abfahrt, runterfahren und dann über die Landstraße. Gut. Ansonsten gibt es nochmal Post von der Stadt Braunschweig. Für Sie einmal und einmal für den Chef hier von den Kennzeichen. Na, da gibt es nochmal eine Strafe. Weil nicht eingetragen, für Sie die Strafe und für ihn, weil Sie auch ja, mit den Kennzeichen durch die Gegend gefahren sind. Ja? Zwischen 35 und 120 Euro Bußgeld kommen jetzt auf den Mann zu. Sein Auto muss er so schnell wie möglich reparieren lassen. Steven Lahn und Marc Baumgarten fahren zurück auf die Autobahn. Und der nächste Kandidat ist definitiv nicht zu langsam.